Hey Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu Part 2 meines Fallout 4 Let's Plays. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Im letzten Teil habe ich ja vor dieser Tür hier aufgehört zu spielen. Aber ich gehe jetzt auch noch nicht hier durch, denn ich muss mich erst nochmal in diesem Raum umschauen, damit ich auch nichts vergesse. Stuhl, hier kann ich mich hinsetzen, aber ich glaube, ich muss mich jetzt nicht hinsetzen. Durchsuche ich doch lieber mal den Schreibtisch und hier gibt es Vorkriegsgeld und eine Zigarette. Das nehme ich einfach mal alles mit. Der Schreibtisch ist leer. Hier ist auch leer. Oh, hier liegt eine Spritze rum, die brauche ich wahrscheinlich irgendwann noch. Sicherheitsterminal benutzen. Willkommen bei Termlink von Robco Industries. Sicherheitsanweisungen. Du hast keine Holobänder in deinem Inventar. Kommt überall die Meldung, dass ich kein Holoband habe, also kann ich das wahrscheinlich auch nicht benutzen. Superkleber, Sturmfeuerzeug nehmen. Oh, jetzt habe ich die Tasse umgestoßen. Die nehme ich aber natürlich mit. Aktenschrank durchsuchen, der ist leer. Hier ist auch leer. So, dann kann ich jetzt durch die Tür gehen. Ich bin immer gespannt, was mich noch alles erwartet. Weil ich kenne das Spiel nicht. Wundert euch auch bitte nicht, wenn ich mich manchmal blöd anstelle. Ich habe vorher auch noch nie Fallout gespielt. Boah, was ist das denn? Ein Riesenvieh. Um mit deinen Fäusten oder einer ausgerüsteten Nahkampfwaffe anzugreifen, schwinge sie gegen einen Gegner. Boah, jetzt habe ich ja auch Hände. Ich habe Hände anstatt Controller. Super. Also muss ich das Ding jetzt erschlagen, oder was? Boah, das ist ja mega eklig. Na komm, ich will dich erschlagen. Wie das macht? Oh! Pfui. Jetzt kann ich das auch noch durchsuchen. Was zum Teufel? So, hier gibt es nämlich noch eine Tasse. Die nehme ich mit. Oh, was ist das? Wache, Schlagstock nehmen. Ich habe jetzt einen Schlagstock, sehr gut. Drücke und halte das rechte Trackpad, um dir deine als, keine Ahnung, schnell wähle einen als Favorit markierten Gegenstand mit dem rechten Trackpad. Markiere den Gegenstand und lass wieder los, um ihn zu benutzen. Okay, gut. So, hier gibt es auch eine Tasse. Oh, jetzt habe ich mich hier hingesetzt. Ich will doch eigentlich bloß die Tassen nehmen, weil Tassen kann man nie genug haben. Und Bierflaschen auch nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Muss ich mal alles ganz genau durchsuchen hier. Bierflasche nehmen. Auch noch und die Kaffeetasse. Freizeitterminal benutzen. Aufseher-Memo Top 10 Band abspielen. Zu laden das Holoband wählen. Rote Gefahr. Das lade ich doch jetzt mal. Start Game? Das ist ein Spiel? Oh. Nein, 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 da kommt was angefangen.
Das kommt da auch hier runter. Oh nein, jetzt hat's mich. Ich dachte, ich komme noch vorbei. Ich stelle mich zu blöd an, jetzt habe ich keine Lust mehr. Komme ich jetzt hier wieder weg? So. So, ich verlasse die ganze Sache jetzt nochmal, weil wir sind ja schließlich nicht zum Spielen hier, sondern zum Überleben. So, jetzt habe ich noch eine Zigarette, die nehme ich mit. Hier ist eine Küche. Kaffeetasse nehmen. Kochplatte nehmen. Sowas kann man immer mal gebrauchen. Toaster nehmen. Ist hier noch irgendwas drin? Das sieht nicht so aus. Waschbecken trinken. So, ich denke, ich habe jetzt alles durchsucht hier. Dann öffne ich jetzt mal diese Tür hier. Oh. Oh, hier sollte ich vielleicht nicht runtergehen. Hier kommen die Blitze. Ich gehe jetzt hier mal lieber außen rum. Gebe deine Nahkampfwaffe oder deine Hände, um zu blocken. Wie so ein großes. Eine Leiche. Oh, der liegt doch schon eine Weile hier. Das ist schon ein Skelett. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Abgenutztes Klemmbrett nehmen. So, durch diese Tür muss ich. Schiebetür öffnen. Oha, da ist wieder so eine Kakerlake. Halte beim Schwingen. Das springt mir immer ins Gesicht. Wieder lecker Fleisch. Lecker Fleisch. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Tür geschlossen. So. Da ist noch eine Tür. Ist hier noch irgendwas? Wasserbrunnen trinken. Ich habe ja gerade getrunken. Ich trinke jetzt nichts. So, Schiebetür öffnen. Wo bin ich denn jetzt? Oh, hier liegen Spritzen, die werde ich bestimmt irgendwann brauchen. Stimpak-Stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du sie schnell, dass du schnell zugreifen kannst. So. Oh, hier liegt noch ein Skelett. Ist das alles, was noch übrig ist? Eine Waffe. Ich habe eine Waffe gefunden. Sehr gut. Aufseherterminal benutzen. Willkommen bei Termling von Hopco Industries. Anweisungen für Aufseher. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß VIP. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardiopulmonaler und kognitiver Funktionen betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Vault-Tec-Techniker.
Unter keinen Umständen darf der Schlafzustand unterbrochen werden. Sie schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen. Insubordination oder vorzeitiges Aufwecken werden als kapitale Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Betriebsprotokoll, Handbuch, Kryolator, Aufseher, Logbuch, da gucke ich nochmal rein. Vorbereitung, ah ja, Systemdefekt, das könnte vielleicht interessant werden. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute einen Fehler im Vortex-externen Überbrückungssystem. Hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass Ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten und wir erst das Personal evakuiert haben. Reuterei. Vorräte werden knapp. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Evakuierungstunnel öffnen. Der Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ich habe jetzt die Tür dort geöffnet, aber da gehe ich jetzt nicht durch. Oh, jetzt bin ich aus Versehen gesprungen, weil ich muss mich jetzt noch hier umschauen. Hier kann ich Patronen nehmen. Oh, hier liegt noch eine Waffe. Cool. Oh, was ist denn das? Koffer für Kryolator und Sperrenmeister. Nett. Dich hole ich mir später. Keine Haarklammern. Ist auch nichts drin. Kommode durchsuchen, die ist leer. Auch leer. Was haben wir hier? Zigarettenpäckchen. Spind durchsuchen. Und auch nochmal Patronen. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Hier gibt's eine Haarklammer. Bleistift und Vorkriegsgeld. Gut, nehme ich einfach mal alles mit. So, jetzt versuche ich doch nochmal das Ding hier zu öffnen. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Das Schloss ist zu schwer. Also, dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Das sind wieder so eine Viecher und so viele. Boah, was ist denn das? Hebe deine Waffe auf Augenhöhe, um zu zielen. Drücke die rechte Menütaste, um das VATS zu betreten. So kann ich besser ziehen. Oh, das ist ja cool. Aber ich treffe gar nicht. Boah, wie die zermatschen, ist das cool. Thank you.
So, ich glaube, die sind alle tot. Kann ich mir jetzt wieder lecker Fleisch holen? Hier liegt richtig so ein Kakerlakenbein rum. Voll zerfetzt, die Viecher. Okay, jetzt habe ich die Waffe mal nachgeladen. So, und jetzt gehe ich durch diese Schiebetür. Noch eine Schiebetür. Ducke dich, um anzufangen zu schleichen oder drücke. So, ich schleiche jetzt. Schleiche? Ich glaube, ich schleiche. So, erschlagen habe ich sie trotzdem. Fleisch nehme ich natürlich mit. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat das jemand nach draußen geschafft? Oh! Pip-Boy nehmen. Ah, jetzt habe ich das Ding hier. So, und jetzt ist mein Spiel abgestürzt, wie schon so oft. Deswegen mache ich jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Und ich hoffe dann ohne Abstürze.